Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play von Tengshu Wrath of Heaven. Ja, wir haben ja Pause gemacht, weil in diesem Level. Und dazu muss ich erstmal was sagen, und zwar aus 5 Minuten Pause sind leider 5 Tage geworden. Es tut mir leid, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach weiter. Na, wir waren hier in dem Level bei dieser Kackwasserstelle hier und müssen jetzt weiter hier rauskämpfen. Ja, wir haben ja letztes Mal unsere Items eingesammelt, beziehungsweise unsere Ausrüstung. Und was macht der? Warum kommt der hier hin? Ja, das ist jetzt natürlich geil, direkt mal reingeworfen zu werden hier. Ist auch mal ein alternativer Levelstart. Oh, das war geil. Das war knapp auch, ja. Uiuiui. Ui, ui. Und geh direkt weg, komm. Geh direkt. Oder? Ah, ne, der hat Kohle. Erstmal. Ah, fuck. Oh, geht weg. Oh Gott. Nee, nee, nee. Das habe ich vergessen hier. Das mit dem Wasser, das ist ja ein bisschen blöd hier, dass sie das immer direkt hören. Ey. Boah. So, egal. Da hinten ist der. Da ist nämlich noch einer. Seht ihr das direkt? Ja, wie gesagt, es geht direkt hier weiter. Ja, nice. Nein, ich weiß, aber für dich eher nicht, Kumpel. Nein, 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 nein. Geh weg. Ich habe auch nichts, womit ich die irgendwie instant killen kann, ne? Nee. Nee. Keine Ahnung. Dreh dich um, Mann. Oder ist da rechts noch einer? Nee. Ich glaube nicht. Ey, hallo. Boah, der ist irgendwie verkrüppelt. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man die hier austricksen kann, so wie im zweiten Teil, ne? Wo man einen Shuriken schmeißt, beziehungsweise dieses Ding hier, um den Gegner abzulenken. Das kann ich nicht entscheiden, das weiß ich nicht. So, jetzt aber, komm. Und, yes, geil! Okay, wunderbar. Boah, nice. Einen Moment, ich muss mal gerade mein Ohr kratzen, so. Der hat wieder Kohle gedroppt, das finde ich sehr nett von ihm. So, ja, genau, stimmt. Wir waren ja hier auf den Spuren von unserem Boss, den wir töten sollen, glaube ich. Ja? Und ja, hier unten ist Wasser. Das heißt nicht gut. Das heißt, wir müssen hier rüber. So. Ah, nein! Ah, fuck! Oh, das war ja gemein. Das war ja fies jetzt. Oh, nee. Das war doch blöd. Ah, zu dumm, ey. Mann. Ich hätte das wissen müssen, dass der da steht. Ah, ich Idiot. Naja. Und yes! So, weg mit dir, ey. Wichser, ey. So, weg mit dem. Weiter geht's. Naja, wie gesagt, also ziemlich schwierig. Genau. Hier ist bestimmt ein Abgrund. Nee, ist kein Abgrund, okay? Das ist einfach nur Wasser. Okay, egal. Spring darüber. Ja, sehr schön. So, was haben wir hier? Ah, hier ist aber ein Abgrund. Aufpassen. Und hier ist wieder Wassergebiet. Hä? Jetzt gehe ich zurück. Was? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, spring hier rauf. So. Okay. Dann muss ich da einfach rein. Ich weiß halt nicht, was das mit der ersten Levelhälfte da auf sich hat, mit dem offensichtlichen Gebiet da. Ob man da hinkommt oder nicht. Das mag mir sehr gerne einer sagen. So, ich habe auch wieder ein paar nette Kommentare bekommen, die mir ein paar Tipps gegeben haben. Und zwar war das, ja, mal wieder, dass ich das Geld nicht liegen lassen soll. Oh Gott. Alter. Ja, und dass ich halt noch langsamer vorgehen sollte, das ist, ja, das ist anscheinend so eine Eigenart in diesem Spiel, die ist halt sehr, ja, noch ausgeprägter als im zweiten Teil. So. Immerhin aber den jetzt erstmal. Warte mal. Wo muss ich denn den Schlüssel einsetzen? Ah, ich schätze mal da hinten. So, ja, dann geh einfach durch. Es könnte sein, dass das jetzt eine sehr kurze Folge wird, weil ich die ja cutten musste. Ja, weil wir sind jetzt hier draußen. Wir sind, glaube ich, jetzt schon am Ziel angelangt, fast. So, wo ist der Gegner? Da hinten. Ich habe
Ich sehe ihn, ja, da. Alles klar. Oh Mann, im Wasser. Boah, ist das mies. Im Wasser. Das ist ja gemein. Ja, ich wusste es. Nein, komm schon. Geh weg. So. Im Wasser jetzt hier. Muss ich mich hinrollen? Nein, geh weg. Boah, ich bin ganz schön mutig gerade. Die können weiter gucken als die anderen. Die stinknormalen Typen können weiter gucken, okay? Also, ich weiß auch nicht, aber irgendwie haben die Ninjas eine schlechtere Sicht. So, jetzt hör auf, komm. Geh weg! Nein, geh weg! Nein. Ich glaube, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt! Oh! Scheiße! Ja, weil das ein Bogenschütze ist, ich verstehe. So, dann nimm halt das. So, dann mach den halt. Ey, da macht der Schieß zwei Pfeile. Dann kill den halt hiermit, ey. Penner, ey. Mann. Das kann doch nicht sein. So. Das ist schwer. Also, wow. Das ist echt schwer. Speziell, wenn die irgendwie weiter gucken können wie die anderen, ne? So, egal. Hauptsache, irgendwie jetzt mal hier hochgehen. Nee, mach dann nicht. Jetzt kann ich ja im Wasser rumlaufen, ist ja kein Problem. Die Mucke ist so geil hier, ey. So, dann gehen wir da hoch und dann sind wir auch schon da, wo wir hin müssen. Das ist aber offen. Moment mal. Wo ist der... Wo soll ich den Schlüssel einsetzen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ist egal. Komm, ich gehe einfach hin. So, dann gehen wir... Hä? Ah. Was? Auf einmal ohne Cutscene? Ah, scheiße. Schläger. Ah, shit. So oft entdeckt worden, ja. Blöd. Warum jetzt auch die Cutscene irgendwie nicht kam? Da habe ich das weggedrückt, kann das sein? Na egal, Freunde. Ich würde sagen, wir drücken das mal ganz schnell weg. Und ja. Ich kriege immerhin ein bisschen Kohle wieder. Dann macht man Next, ne? So, dann schauen wir uns jetzt gleich nochmal die Cutscene an und schauen mal, was passiert. Es gab keinen Endgegner, das finde ich auch sehr interessant. Ja. Genau, es gab keinen Endgegner. A cold shiver went down Teshu's spine. Ah, das Level, it ja. Was intuition. A gut feeling that something truly bad was about to happen. Teshu hated himself for feeling these things in advance. Teshu must hurry to the house in the cemetery, because Senkichi would be waiting for him there to hand him his payment for his services. Ah, alles klar. Wir sollen also wieder auf den Friedhof gehen und unsere Bezahlung für unseren Service entgegennehmen. Ja, das mache ich doch gerne. Aber Freunde, das würde ich sagen, sehen wir jetzt im nächsten Part. Ich werde meine Struktur beibehalten. Ich mache jetzt nicht direkt weiter, auch wenn das ein kurzer Part wird. Ich werde das einfach zusammenschneiden. Das wird wahrscheinlich... Keine Ahnung. Ich schaue mal gerade nach, wie lang das Video ist. Das ist wahrscheinlich, ja, 8 Minuten Video. Ist eine sehr kurze Folge. Aber ja, dafür werde ich dann Schritt für Schritt alles hochladen. Gut, okay. Dann bedanke ich mich für allen, die zugeschaut haben. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Ciao, ciao.